Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder in mein Video geklickt habt. Heute soll es gehen um diesen Make-up-Look hier. Ich habe ihn geschminkt mit ganz vielen neuen Produkten. Wenn ihr also die Produkte und auch den Weg zu diesem Ziel hier sehen möchtet, dann bleibt jetzt auf jeden Fall dran. Viel Spaß! So, dann geht's auch gleich mal los. Mein Gesicht, ein Trauerspiel. Das erste Produkt, was ich verwende, ist mein Smashbox Primer Water hier. Ich finde es, wie gesagt, ganz gut. Es ist ein Produkt, wo ich sage, ich merke, dass es sich positiv auf mein Make-up auswirkt, in welcher Art und Weise auch immer. Das und noch ein weiteres Produkt, was ich euch nachher zeigen werde, während des Prozesses des Schminkens, hilft mir momentan auch sehr gut, matt zu bleiben. Also ja, das ist auf jeden Fall schon mal für meine einer ganz gut. Komme ich auf jeden Fall besser mit klar als mit Creme-Primern irgendwie. Das erste Produkt, was jetzt quasi neu ist, für euch jedenfalls, ist diese Wet n Wild Foundation. Das ist die Photo Focus Foundation. Ich habe die Farbe Soft Ivory und die Farbe Golden Beige. Ja, Soft Ivory ist mir ein Ticken zu hell, Golden Beige ist mir ein Ticken zu dunkel, aber deswegen habe ich mir auch beide gekauft, weil die kann ich jetzt noch mixen und später eben auch einzeln verwenden, im Winter sowie als auch im gebräunten Sommer. Was ich nicht so cool finde, ist, dass da keine Pumpe dran ist, sondern nur so ein Spachtel. Aber gut, Quengeln auf hohem Niveau. Was ich da hingegen sehr, sehr cool finde, ist, dass es Glasflaschen sind. Ich finde, das ist immer qualitativ eine andere Geschichte. Und ja, das werde ich mir jetzt auftragen. Ich werde anfangen mit einem Pinsel und dann werde ich das einblenden mit einem Beauty Blender. Und dann gebe ich mir das jetzt mal auf mein Gesicht auf. Ich bin ja total begeistert von dieser Foundation, ne? Also, Leute. Die ist so cool. Wenn ihr die auftragt, also man hat so ein bisschen so ein öliges Gefühl, wenn man die aufträgt. Aber die ist, finde ich, wirklich fast volldeckend. Aber sieht noch natürlich aus. Und ja, mit den beiden Farbtönen ist es auch einfach wirklich zusammen voll mein Ton. Richtig, richtig cool. Ihr könnt im ersten Auftrag so eine... Ja, je nachdem, wie ihr es auftragt. Mit einem Pinsel richtig eingebuffert, würde ich sagen, ist es eher Vollcover. Mit einem Beauty Blender macht ihr eher so ein Airbrush-Finish. Aber, ach, also die ist... Ach, ich möchte eine Lobeshymne auf diese Foundation singen. So, dann klopfe ich mir das Ganze nochmal mit einem Beauty Blender ein. Denn ich möchte ja auch, dass es trotzdem noch natürlich aussieht. Und ich finde mal, mit einem Beauty Blender ist das immer noch ein bisschen natürlicher. So, dann dachte ich, wir benutzen noch ein neues Produkt zusammen, und zwar den Revlon Color Stay Concealer. Das ist dieses Teilchen hier. Ich habe die Farbe 03 Light Medium. Das war in meinem Rossmann die dunkelste Farbe, die ich aber immer noch echt hell finde. Also der Rest, das war für mich fast weiß, ne? Also das ist echt was für ganz helle Mädchen. Also Wahnsinn. Naja, auf jeden Fall habe ich den jetzt schon die letzten Tage ein wenig getestet und ich finde den ganz gut. Ich finde ihn nicht so voll Full-Cover, also angenehm. Hier habe ich so einen kleinen Freund, einen Freund der Sonne, ne? Also wie gesagt, ich finde den ganz gut. Super Alltags-Concealer, lässt sich super mit dem Beauty-Blender, mit den Fingern, was auch immer, gut einklopfen, einarbeiten, lässt sich super ausblenden. Und gibt so eine, naja, mittlere der Kraft, würde ich sagen. Kommen wir zum nächsten Produkt, was für mich momentan ein absoluter Alltagsbegleiter ist. Und zwar ist es das Manhattan Soft Loose Matte Powder. Das ist dieses Teil hier. Ich finde das richtig, richtig cool. Ich verwende das einmal zum Baken. Das mache ich heute aber nicht. Denn in letzter Zeit verwende ich das total gerne überall auf dem Gesicht. Und presse das halt richtig ein mit der Quaste, die da mit bei ist. Es ist halt so ein typisches loses Puder. So sieht das Ganze hier aus mit so einem Netz drin. Und damit arbeite ich halt alles wirklich richtig ein. Und mattiere mich damit wirklich für den ganzen Tag ab. Das funktioniert richtig, richtig toll. Also für alle von euch, die auch super ölige Haut haben, probiert das Puder mal aus. Das ist wirklich toll. So,
So, weil ich den unteren Augenbereich immer schon gerne ein bisschen gehighlightet haben möchte, verwende ich noch einmal dieses illuminierende Puder hier mit dem Pinsel und gehe damit nur unterm Auge und bis so aufs Jochbein, sag ich jetzt mal. Und lasse aber meine Nase komplett aus dem Spiel, weil da möchte ich natürlich nicht, dass da das Funkeln beginnt. So, dann kommen die Augenbrauen. Da beginne ich immer mit dem Durchbürsten der Augenbrauen als solches. Da habe ich so eine kleine Bürste hier. Und dann habe ich mir ein neues Produkt gekauft, ebenfalls von Revlon, den Colorstay Brow Pencil in der Farbe 205 Blond. Das ist so ein doppelseitiges Teil hier. Bürstchen an einer Seite, was ich immer super finde, und ein Augenbrauenstift an der anderen Seite. Ich hatte am Anfang Angst, dass der mir ein bisschen zu orange ist. Es geht aber. Das ist so ein angeschrägter, etwas dickerer Stift. Ich finde ihn, ich habe ihn schon die letzten Tage ein bisschen getestet und ich kann sagen, ich finde ihn tendenziell ein bisschen wachsig. Ich mag die Stifte lieber, wenn sie härter sind. Aber ich komme klar, er gefällt mir aber trotzdem wesentlich besser als der von L'Oreal, dieser Brow Precise, der halt so wachsig ist, dass man so eine Klumpen in den Augenbrauen hat. Das Ding fand ich richtig, richtig blöd. Dieser hier, wie gesagt, gefällt mir ganz gut und damit male ich mir jetzt die Augenbrauen. So, dann kommt mein absolut geliebter Maybelline Brow Precise Fiber Filler. Das ist dieses Teil hier. Das habe ich in der Farbe Dark Blonde und ich liebe dieses Ding. Ja, das ist perfekt, weil es euch wirklich den ganzen Tag die Härchen fixiert. Und für mich macht das halt auch nochmal super was mit der Farbe. Das ebnet das so richtig ein und ich liebe den. So, dann fangen wir mal an mit den Augen. Da verwende ich als Base meinen Paint Pot in der Farbe Soft Ochre. Das ist dieser gelbliche Cremelidschatten, den ich glaube niemand einzeln verwendet, sondern ich glaube wir alle verwenden ihn als Base. Es ist ein Cremelidschatten von MAC, der halt die Augenlidfarbe ein bisschen ausgleicht. Also man sieht dann die Äderchen einfach nicht. Und ja, für Leute wie mich zum Beispiel, die halt ein super öliges Augenlid haben, wie der Rest halt auch ölig ist, hält da das Augen-Make-up der Lidschatten einfach besser drauf. Und dann habe ich mir ja von Tanja Börmer Paletten bestellt. Und zwar zwei Lidschattenpaletten, eine Gesichtspalette. Und ich fange mal an mit den Lidschattenpaletten. Zum einen finde ich, ja muss ich sagen, diese Verpackung super süß. Also ich bin normalerweise nicht so, was das angeht, bin ich nicht so Mädchen-Mädchen. Ich stehe eigentlich nicht so auf dieses, also für mich muss jetzt eine Lidschattenverpackung nicht pink sein und glitzern. Also das könnt, wenn ihr das liebt, voll fein, ganz cool. Aber ich bin eigentlich mehr so, für mich ist eine schwarze Palette schon okay. Ich finde schwarze Lidschattenpaletten schon okay. Also versteht ihr, wie ich meine? Aber ich muss sagen, ich liebe ja diese Pappverpackung, ne? Also das mag ich mega gerne. Dann ist hier ein Spiegel drin, ein Herzchenspiegel. Dieses hier ist jetzt die My Paradise Palette. Das ist dieses Teil hier mit diesen Roségoldtönen. Und dann habe ich noch hier die Palette mit so Blättermustern. Das ist My Escape. Und zwar haben wir da auch den Spiegel in Herzchenform. Und die Lidschatten in eher so Khaki- und Grüntönen. Ja, super süß, gefällt mir richtig gut. Ich habe die übrigens auf Feel Unique bestellt. Es war meine erste Bestellung bei Feel Unique. Hat super geklappt. Ich kann nichts anderes sagen. Ich werde euch den Link mal unten in die Infobox verlinken. Und ja, die werden wir heute verwenden. Kurze Review schon zu diesen Paletten. Ich bin nicht super überzeugt davon. Ich finde, das sind ganz nette Lidschatten. Aber sie sind zum Beispiel nichts, was man in die Crease blenden kann. Ne? Also vielleicht werdet ihr das gleich sehen, wenn ich das nämlich mache. Die sind sehr wachsig. Also auf dem Finger kommen die super. Also das ist jetzt eine aus der My Paradise Palette, eine Farbe. Auf den Fingern swatchen sie sich super. Aber wenn ich jetzt auf den Pinsel gehe, obwohl jetzt geht das natürlich vor für Effekt.
dann kommt nicht so viel auf den Pinsel. Es kann natürlich sein, ich habe die jetzt erst 2-3 Mal verwendet, dass das einfach so dieses Overspray war und dass ich erst an die richtige Farbe kommen muss. Aber das war so mein erster Eindruck. Ansonsten Farbe, Intensität, super. Ich würde sagen, wir testen einfach mal zusammen. Ich nehme heute mal die My Paradise Palette. Die passt vom Thema sehr gut. Und gehe mal als erstes mit der Farbe Hammock. Das ist dieses lehmfarbige, würde ich jetzt mal sagen, so ein bisschen in die Lidfalte. Und ich hoffe, wie gesagt, dass es wirklich einfach so ein erster Eindruck war mit diesem Overspray. Aber man weiß es nicht. Wir werden es feststellen heute im Verlauf. Ich blende das jetzt auch extra mal aus. Ich nehme dazu diesen Lancôme-Pinsel und gehe mir damit in die Lidfalte. Und ich muss sagen, diesmal klappt das ganz gut mit uns. Ich vermute, dass es einfach mal so ein Erstanwenderproblem war. Ich muss aber sagen, die Lidschatten sind nicht zu vergleichen für mich zum Beispiel mit Make-Up Geek. Die Intensität schaffen sie nicht. Aber wie gesagt, für den Alltag sind sie total in Ordnung und kommt man gut mit klar. So, dann nehme ich die platte Seite und werde mir, ich mache auch einen ganz einfachen Make-Up-Look, Leute. Nehme die Farbe Champagne Cocktail, das ist diese Farbe hier, und werde mir die auf mein bewegliches Augenlid geben. So, und da seht ihr auch, was ich meine. Ich zoome euch mal rein. Da passiert jetzt nicht so super viel, ne? Also, Gut, wir versuchen das mal hinzukriegen, der Lidschatten und ich. Sollte ich jetzt komplett scheitern, werde ich einfach gleich meinen Finger nehmen. Ich lege jetzt erstmal so eine Basis drauf. So, ich nehme mir nochmal einen anderen Pinsel und zwar von Zoeva, den Luxe Smoky Shader. Und nehme nochmal Miami Sunrise, das ist diese Farbe, das ist die etwas dunklere Farbe. Und gebe die mir auch nochmal auf mein Augenlid. Die Farbabgabe ist auch definitiv ein bisschen besser, wie ihr seht. Was ihr auf jeden Fall habt, ist ordentlich Fallout. Ich weiß nicht, ob ihr das hier gut sehen könnt. Aber da ich ja schon Concealer und Puder drauf habe, kann ich das einfach wegfegen mit einem Puderpinsel. Das ist also überhaupt gar kein Problem. Wenn ihr da unsicher seid, macht euch auf jeden Fall irgendwie einen Teser drunter oder so etwas. Gefällt mir gut. Ich nehme nochmal die Farbe Hammock. Was ist das eigentlich für ein Wort? Das muss ich erstmal googeln. Hammock. Also ich muss sagen, es ist schön. Schön subtil. Der Schimmer reitet euch jetzt nicht nach Mexiko, aber er kommt raus. So, dann wollen wir doch nochmal die Farbe Nummer 4 verwenden. Und zwar heißt die Tranquility. Wisst ihr Bescheid? Das ist dieses Teil hier. Ist noch ein bisschen roter als die restlichen, die wir verwendet haben. Und damit gehe ich mir mal am unteren Augenkranz. Wimpernkranz, Bildchen. Längs. Und ihr seht, heute keine Tränen in den Augen. Toi, toi, toi. So, dann gehe ich nochmal hier mit meinem Feger längs. Aber ich verwende einfach mal den Deep Gel Eye Pencil von Kiko in der Farbe 03. Ich finde ja persönlich, Kiko sollte demnächst einfach mal anfangen, deren Produkten auch Namen zu geben. Wenn Frauen eure Zielgruppe sind, Freunde, solltet ihr anfangen, euren Produkten Namen zu geben. Wir finden das nämlich ganz zauberhaft und kaufen dann auch Dinge, einfach wegen des Namens. So, während meine Kamera eben eine kleine Pause einlegte, weil sie überhitzt war, habe ich mir schon mal in meiner inneren unteren Wasserlinie den L'Oreal Immaculate Snow Kajal gegeben, um das Auge so ein bisschen zu öffnen. Ich habe auch dieses Mal einfach mal Lust auf Weiß gehabt. Normalerweise nehme ich immer cremefarbene Kajalstifte. Dann kommt jetzt ein noch weiteres neues Produkt. Und zwar habe ich mir von Revlon die Ultimate All-in-One Mascara gekauft. Das ist dieses Teil hier. Ich habe die erst einmal ausprobiert. Ich finde sie momentan so lala. Das Bürstchen ist sehr klein, was zum einen ein Vorteil ist, weil du überall hinkommst. Ein Nachteil, weil du nicht so viel Fläche damit erwischt. Und
Ja, ich probiere jetzt einfach nochmal weiter aus. Auch jetzt probiere ich es nochmal aus mit euch zusammen. Und ja, dann gucken wir mal, ob es diesmal ein bisschen anders ist vielleicht. Vielleicht brauchte ich auch einfach nur ein bisschen Zeit, mich an sie zu gewöhnen. Man weiß es nicht. Und was ich nochmal sagen möchte, ich finde die Produkte von Revlon relativ hochpreisig. Also ich glaube, ich habe für den Augenbrauenstift 11 Euro gezahlt, nagelt mich nicht fest, und das finde ich schon eine Hausnummer. Also, ob ich ihn mir jetzt nachkaufen würde, ich glaube nicht. Ich glaube, ich würde tendenziell immer zum NYX Micro Brow Pencil greifen, den ich wesentlich, wesentlich cooler finde. Und der kostet halt nur 9 Euro, was auch nicht wenig Geld ist, aber da komme ich irgendwie besser mit klar. Aber wie gesagt, schlecht finde ich die Produkte nicht. So, jetzt seht ihr hier schon einmal mein erstes Äuglein mit der Mascara und gefällt mir ganz gut. Wie gesagt, ich habe die Produkte auch nur jeweils so ein, maximal zweimal ausprobiert und ich finde, man ändert auch seine Meinung nochmal. Mascara verändert sich auch während der Zeit und man hat gute Augenbrauentage, man hat schlechte Augenbrauentage, man benutzt mal den falschen Pinsel für irgendein Produkt. Also ich finde, man groovt sich da auch manchmal einfach ein. So, erste Runde Mascara ist drauf. In der Wartezeit dachte ich, wir machen weiter mit dem Gesicht. Ich habe mir noch eine dritte Palette von Tanya Burr bestellt, und zwar die Peachy Glow Cheek Palette. Das ist dieses Teil hier. Und von den drei Paletten finde ich diese Palette wirklich ganz, ganz toll. Es ist so eine typische Cheek Palette. Wir kennen die auch aus der Drogerie. Und zwar habt ihr einen Bronzer, es ist ein Blush dabei und es ist ein Highlighter dabei. Dieses hier ist die peachige, aprikofarbene Variante. Es gibt auch eine noch mit einem Rosaton. Und dann rede ich auch gar nicht weiter. Wir verwenden als erstes mal den Beach Bronzer. Das ist einer, der so einen leichten Schimmer hat. Das muss man mögen, aber ich finde das super, gerade für den Sommer. Und die Farbe ist einfach wirklich schön universal. Wirklich, ich würde sagen, für jeden Hautton gut geeignet. Sie hat da wirklich eine gute Farbauswahl getroffen, finde ich. Und damit gehe ich mir halt so an den äußeren Gesichtsrändern längs, an den Wangen. Dann gehe ich immer noch einmal oben am Haaransatz längs. Und was auch cool ist, dieser Schimmer, der da drin ist, der ist wirklich ganz subtil. Also das ist nicht so, dass ihr richtig Glitzer habt, sondern ja, man sieht das. Im Produkt sieht man das nur als so ein Sheen. Also wirklich, wirklich toll. Ein schönes Produkt. Dann kommt der Blush. Und zwar ist das die Farbe Apricot Flush. Den trage ich mir auf meinen Multitask Brush auf und gebe mir das hauptsächlich auf meine Wangenäpfel sozusagen auf und kreise das so nach oben weg. Hat auch schon so ein Sheen, was ich auch super finde. Also ihr braucht eigentlich nicht mal Highlight, seht ihr das? Also es ist super schön. Gefällt mir richtig, richtig gut. So, dann nehme ich mir meinen kleinen Fächerpinsel und nehme Champagne Shimmer, das ist der Highlighter-Ton. Und gebe mir den nochmal hier auf meine oberen Wangenknochen auf. Und das ist ein sehr schöner, naja, ich würde mal sagen Medium-Highlighter. Es geht definitiv krasser, es geht aber auch definitiv subtiler und er ist schichtbar und macht einfach einen super schönen Glow. Zweite Runde Mascara, ihr wisst, bei mir geht nichts unter zwei Runden Mascara. Was ich sagen kann zu dieser Mascara ist, sie lässt sich nicht sehr gut schichten, denn das ist so eine Mascara, die muss beim ersten Mal gut sitzen, weil sie so schnell so hart wird, dass ihr nicht mehr so gut nachtuschen könnt. Wisst ihr, wie ich meine? Also da muss man schon, finde ich, beim ersten Mal sehr gut arbeiten, damit man beim zweiten Mal wirklich nur noch mal so nachgeht. Aber beim zweiten Mal passiert nicht mehr so viel. Es gibt Mascaras, da legt man vor mit der ersten Schicht und haut richtig rauf bei der zweiten. Das habt ihr hier definitiv nicht. Aber ich finde, sie macht trotzdem sehr schöne Wimpern. Und dann, Leute, habe ich ja von meinem Freund, als ich krank war, den Hoola Quickie Contour Stick in Mini-Form von Benefit bekommen. Ich stelle einfach fest, ich bin nicht so der Creme-Typ, auch wenn es ein Cream-to-Powder-Produkt ist, aber
Ich habe ein Video gesehen von einer meiner Lieblings-YouTuberin aus dem amerikanischen Raum, nämlich von Glam Life Guru. Und die hat letztens, ich glaube es war gestern oder vorgestern in ihrem Video, erwähnt, dass wenn man J.Lo anguckt, auf Bildern, die immer eine konturierte Lippe hat. Und ich, Bötchen ist ja nicht blöd, habe ins Internet geguckt und ja, es ist richtig krass zu sehen. Immer wenn die nudige Lippen hat, hat die eine Kontur, eine dunkle, um ihre Lippen rum. Warum? Weil die Lippen aufgeplustert aussehen. Und Leute, ich habe das gestern mal ausprobiert und ich fand das Ergebnis so krass. Also ohne Witz, das sah aus, als hätte ich mir die Lippen aufspritzen lassen. Das war so krass und ich möchte euch einfach mal zeigen, es ist garantiert nichts für jeden. Ich denke, viele werden hinterher sagen, alter Bittchen, kommst du klar, oder? Ja? Aber ich glaube, ganz ehrlich, für Leute, die vielleicht einfach das auch nicht so schön finden, dass sie selber einen kleinen Mund haben oder dünne Lippen, wieso nicht, Freunde? Es ist Make-up, ihr könnt es abwaschen, probiert es mal aus. Der ist perfekt dafür, weil ich nämlich mit der Kante direkt um meine Lippe rumgehen kann. Und man geht dafür direkt an der Unterkante von der Lippe längs. Jetzt natürlich nicht mega doll. Ihr könnt das so ein bisschen verblenden. Dass es nicht ganz so krass aussieht. So sieht der Anfang aus. Und dann habe ich mir ein neues Produkt gekauft. Und zwar mochte ich schon die ersten Farben von dieser Serie. Es sind die Maybelline Vivid Matte Liquids. Das sind diese Teile hier. Das sind solche Cream Liquid Lipsticks. Die werden nicht richtig hart, sondern die sind sehr mußig. Aber mir gefällt das richtig gut. Ich mag nämlich nicht dieses Pups-Pups-Trockene. Und die haben ganz viele neue Farben. Dieses hier ist jetzt die Farbe 07 Blushing Beige. Das ist so ein Rosenholzton. Super schön. Und ja, super Farbabgabe. Wie gesagt, hält nicht den ganzen Tag, aber ich mag die total. Und damit gehe ich mir jetzt richtig über meine Lippen. Seht ihr, was ich meine mit den Lippen? Ich werde euch mal ein bisschen ranzoomen. Durch diese diffuse Linie drumherum sehen die mega voll aus. Also ich finde das so ein krasser Trick. Ich wollte euch den unbedingt mal zeigen. Also man braucht jetzt nicht zwangsweise diesen Stick dafür. Der ist einfach ideal, finde ich, dafür. Schlussendlich kann man auch einen sehr, sehr dunklen Lip Liner nehmen. Er sollte, glaube ich, bloß besser matt sein. Und oder einen Augenbrauenstift oder so. Aber mir gefällt das richtig gut. So, zum Schluss werde ich jetzt noch einmal mein Balea Wasserspray in der Duftrichtung Kokos auf mein Gesicht auftragen. Es ist ein super Produkt, Leute. So, meine Lieben, ich hoffe, euch gefällt das Ergebnis. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Wenn ihr Fragen oder Wünsche habt, tippt's gerne in die Kommentare unten. Ihr wisst, ich liebe das, mit euch zu kommunizieren. Ich werde euch nochmal den Link von Feel Unique unten verlinken. Ja, und vielleicht sehe ich ja mal einen nachkreierten Look von euch aus dieser, für diese Peach-Variante hier auf Instagram. Ich freue mich super darüber. Verlinkt mich gerne, wenn es soweit ist. Und ja, ich wünsche euch jetzt einen ganz schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!